Zu Hause ist es für den Waldhof einfach am schönsten und so muss es auch bleiben, um den Anschluss nach oben zu halten. Letztes Heimspiel des Jahres. Cello Segert zurück in der Startelf, Boke fehlt gesperrt, Mannheim von rechts nach links. Martinovic holt nach 2 Minuten die erste Ecke raus. Und das ist eine alte Mannheimer Stärke. Zwickau kann klären. Von wegen. Jans aus der Distanz. Erste gute Chance. Und die Richtung ist klar. Es geht mit Volldampf aufs Zwickauer Tor. 1 Minute später. Wagner, Winkler, Pascal Sohm. Über die Außen soll Zwickaus Defensive geknackt werden. Auch das ein Schlüssel. Christian Neidhardt beklagt nach der Verletzung von Marco Höger. Fehlt es an einer Spielerpersönlichkeit? Ich weiß nicht, ob er seinen Kapitän Cello Segert da vergessen hat. Das Spiel der Mannheimer ist auf jeden Fall in Ordnung. Bis jetzt. Martinovic legt ab für Fridolin Wagner. Nächste gute Gelegenheit. Das Ganze nach 20 Minuten. Der FSV Zwickau konnte in Liga 3 noch nie gegen den Waldhof gewinnen. Letzte Woche aber lieferten die Sachsen ein Spektakel beim 4:3 gegen den VfL Osnabrück ab. Und hier Mike Könnecke mit ihrem ersten Abschluss. Die Waldhofbuwe mit Power. Aber Zwickau hält Leidenschaft dagegen. Da wirft sich Göbel in den Ball. Also, die Sachsen machen es dem Waldhof nicht leicht. Und am besten geht es natürlich mit Geschwindigkeit. Und das versuchen die Gastgeber immer wieder. Pascal Sohm, prima Zuspiel auf Dominik Martinovic. Hier allerdings fehlt dann doch ein gutes Stück. Aber das passt schon, das ist in Ordnung, wie der Waldhof spielt. 35 Minuten sind jetzt rum. Barisch, Ekenschier, auch nicht schlecht. Neidhardt entschied sich für ihn anstelle von Berkantas, weil er viel Tempo mitbringt. Und eine feine Technik hat er natürlich auch. Noch 2 Minuten bis zur Halbzeit. Martinovic, fast das Eigentor, Sohm und fast sein Treffer. Was für eine wilde Szene da nochmal. Kusic zwingt Brinkis zu einer Riesenparade und dann ist es für Pascal Sohm sehr, sehr schwer. Damit die erste Halbzeit vorbei. Und der zweite Durchgang knappe 2 Minuten alt. Segerts langer Ball rutscht durch. Für Dominik Martinovic. Und der mit seiner Schnelligkeit bleibt der cool. Nein! Aber Johannes Brinkis ist auch ein ganz starker Keeper. Es würde so gut tun. Jetzt ein frühes Tor. Und keine 2 Minuten später. Viel Druck vom Waldhof jetzt. Und wieder ist es Martinovic. Dominik Martinovic scheitert noch einmal an Brinkis. Aber der schon seit langem einer der stärksten Keeper der Liga. Zwickau verliert schnell die Bälle. Da spielt Waldhof natürlich in die Karten. Winkler. Winkler, es fehlt jetzt allerdings ein bisschen die Entschlossenheit. Nach gut einer Stunde nimmt Neidhardt dann Dominik Martinovic vom Feld. Bis dahin der gefährlichste Offensivspieler. Er bringt Kota. Das versteht nicht jeder. Käteruel kommt dann auch noch. Da war er kurz am Ball und dann gibt es einen Freistoß für die Waldhöfer. Handspiel von Löhmanns Röben. Der sieht auch noch gelb, aber für mich ist das nie und nimmer ein Handspiel. Der Arm da komplett angelegt, aber es gibt den Freistoß. Rossipal, so nicht. Pascal Sohm, so dann doch. 1:0, der Bann ist gebrochen. Ein kurioses Tor, denn Kota wird hier in der Mauer angeschossen. Und dann Riedel auf Pascal Sohm und der macht sein erstes Tor seit September. Und das ist ein so wichtiges vom Pascal Sohm. Und jetzt muss es doch leichter gehen. Zwickau ja offensiv auch weitestgehend harmlos bis hierhin. Aber da kommen die Gäste. Und Vogt, das ist die Antwort, keine Minute
nach dem Rückstand. Und nochmal eine Minute später wieder Zwickau mit dem eingewechselten Herrmann. In der Mitte ist Vogt. Jannik Vogt, der Ausgleich. Du meine Güte. Der FSV Zwickau zeigt Moral. Das ist aber auch nicht gut verteidigt von Waldhof. 1:1. Und wie geht der Waldhof jetzt damit um? Die reguläre Spielzeit ist fast vorbei. Das 1:1 ist zu wenig. Jans. Pascal Sohm! Das ist der Wahnsinn! Doppelpack von Pascal Sohm! Und das ist doch Mentalität! Das ist doch Willen! Eine perfekte Flanke. Und ein fantastischer Kopfball. Und das ist der Sieg. Denn es bleibt beim 2:1. Joe Enox, Zwickaus Trainer, ist völlig verzweifelt. Aber das haben schon so viele vor ihm hier erlebt. Zu Hause der Waldhof eine Macht. Der 10. Sieg aus den letzten 11 Spielen. Aber hat das wieder Nerven gekostet? Jetzt haben sie noch eine Chance auf einen Auswärtsdreier am nächsten Sonntag in Oldenburg.